wunderschönen guten Morgen auch meinerseits. Es ist ja ein wunderschöner Zufall und auch wahrscheinlich so geführt, dass wir in dem Thema Worte und Weisheit sind, beim Thema der Sprüche, gute Fragen dort stellen wollen und zum anderen gerade auch dieses Thema auf den Muttertag fällt. Die Bibel sagt in Sprüche 16, Vers 24, freundliche Worte gehen einem ein wie Honig. Sie schmecken süß und sind heilsam für den ganzen Körper. Als wir alle geboren worden sind, da gab es jemanden, der die ersten freundlichen Worte zu uns gesprochen hat. Wir sind geboren worden als neugeborene Kinder. Manchmal redet man auch von Tabula rasa, dass im Gehirn so gar nichts vorhanden ist. Und wenn es irgendwann mal diesen Zustand gegeben haben sollte in unserem Leben, dann war das zum Zeitpunkt der Geburt. Als wir neugeboren waren, im Gehirn sich noch ganz, ganz wenig vernetzt hatte, wir noch nicht mal wussten, dass es uns gibt, wir irgendwann später lernen mussten, dass es uns gibt, irgendwann lernen mussten, dass wir getrennt sind von unserer Mutter, dass es da zwei Einheiten gibt, die Mutter und wir, und irgendwann lernen mussten, dass es eine Welt da draußen gibt und andere Menschen. All diese Kategorien mussten sich im Gehirn erst bilden und die sind gebildet worden dadurch, dass jemand uns angesprochen hat. Angesprochen und dadurch, durch dieses Ansprechen bildet sich Persönlichkeit. Durch dieses Ansprechen beginnt das Gehirn sich erst zu verschalten. Durch dieses Ansprechen von der Mutter, vom Vater und von anderen Menschen, die freundliche Worte in unser Leben hineinsprechen, beginnt unser Gehirn irgendwann große praktisch Begriffe zu bilden und irgendwann auch Worte zu lernen, Worte nachzusprechen. Am Anfang fängt es natürlich mit Lauten an und so lernen wir die Sprache. Das heißt also, Worte sind in unserem Leben eine unglaublich kreative Kraft gewesen. Worte haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Wenn wir an den Anfang der Bibel zurückgehen, an die Tage der Schöpfung, da wo beschrieben wird, wie Gott die Welt gemacht hat, da tut er das auch durch Worte. Die Bibel sagt, und er sprach, es werde Licht und es wurde. Es ward Licht. Und so sind all diese Ereignisse, die dann beschrieben werden, durch die Macht des göttlichen Wortes entstanden. Das Wort hat eine schöpferische Kraft. Gott schafft durch Worte. Genauso auch, wenn Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Da passiert etwas real durch diese Worte. Und so haben wir als Menschen diese Macht übertragen bekommen, dass wir in dem Leben anderer Menschen etwas Gutes und Positives bewirken können durch unsere Worte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns dann die Frage stellen, wie können wir weise mit diesem Thema umgehen? Und da hat gerade das Buch der Sprüche sehr viel zu sagen. Wir werden heute praktisch nur drei kurze Elemente herausgreifen. Drei Verse, einen hatte ich gerade eben schon gelesen. Erwin hatte in der ersten Predigt bei dieser Serie einen Dreiklang aufgezeigt. Und zwar, wenn wir weise sein wollen, nach Weisheit suchen, dann fragen wir uns, wie war es in der Vergangenheit? Was kann ich daraus lernen? Was sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe? Dann, in welcher Situation befinde ich mich heute? Wie ist die Gegenwart? Und was ist die Zukunft? Welches Ziel habe ich? Wohin will ich? Wie kann ich mich ausrichten? Das macht uns weise, dass wir gucken, was können wir lernen? Was passt zu meiner Situation und was ist eigentlich das Ziel, das ich ansteuere, was kann ich verändern? Also Entscheidungen, die zielgerichtet sind, die sich auf die Zukunft ausrichten, Entscheidungen, die langfristig positive Ergebnisse tragen, das sind gute Entscheidungen und weise Entscheidungen. Aber bevor wir da weitermachen, ihr seid ja jetzt wahrscheinlich alle zu Hause im Wohnzimmer und wahrscheinlich auch die allermeisten im Familienverband, da hätte ich gerne, dass wir mal eine ganz kurze Pause uns nehmen und dass wir jetzt in der nächsten Minute uns mal kurz überlegen, gibt es eine positive Sache, wo wir unserer Mutter Danke sagen können. Vielleicht etwas Konkretes, vielleicht ein besonderes Ereignis, an das du denkst, wo du sagst, da hat sie mir geholfen oder da war sie freundlich oder da ist sie geduldig gewesen anstatt. Einige der lautesten Dinge, die ich von meiner Mutter gehört habe, sind,
sind die Dinge, die sie nicht gesagt habe. Ich weiß heute von Situationen, wo ihr Schweigen richtig laut gewesen ist. Und ich bin dankbar dafür. Es gibt Situationen, wo du Fehler im Leben deines Kindes siehst und wo du trotzdem den Mund hältst, weil du weißt, dass es da nur eskalieren würde. Und deshalb die Frage für mich an euch, gibt es bei euch im Leben Dinge, wo ihr sagen würdet, da bin ich meiner Mutter richtig dankbar. Und wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen, uns bei unserer Mutter zu bedanken, wenn sie im Wohnzimmer ist bei euch, dann jetzt. Ansonsten vielleicht eine WhatsApp schreiben, das können wir auch jetzt machen. Oder aber, dass wir nach dem Gottesdienst, nachdem wir fertig sind, einen Anruf tätigen, wenn sie weiter weg ist, mit ihr telefonieren und ihr diese Sache erzählen und uns da bedanken. Diese Zeit dürft ihr euch jetzt nehmen. Ich mache jetzt mal ein paar Sekunden Pause in der Predigt und ihr dürft jetzt einfach mal durcheinander rennen im Wohnzimmer und euch da gegenseitig, gerade der Mutter, diesen Dank ausdrücken. Sehr gut. Ja, dann wollen wir jetzt wahrscheinlich wieder abschließen und weitermachen mit der Predigt. Eine Sache aus diesem Vers ist, dass der Text, den wir gelesen haben, Worte, süße oder freundliche Worte gehen ein wie Honig. Sie schmecken süß und sind heilsam für den Körper. Was empfindet ihr dabei? Was empfinden die Mütter, die jetzt ein Dankeschön bekommen haben, vielleicht auch eine Umarmung oder einen Kuss? Wie fühlt man sich dabei? Und wie fühlt man sich, wenn man selbst etwas Gutes gesagt hat? Hat Gott extra so gemacht? Wir fühlen uns wohl dabei, es ist gut. Und Gott hat das so eingerichtet bei uns im Gehirn, dass wir diese guten Dinge ganz besonders oft tun und sagen, weil wir da schon das Belohnungszentrum bei uns im Gehirn automatisch aktivieren. Und ich möchte heute in dieser Predigt auch nicht auf die Pauke hauen, ständig ein schlechtes Gewissen zu machen, so nach dem Motto Worte, ach was musst du vorsichtig sein, was hast du da nicht vielleicht schon alles falsch gemacht. Ich glaube, dass die allermeisten Menschen die allermeisten positiven Worte sprechen und dass man sich manchmal im Nachhinein an Dinge erinnert, die negativ gewesen sind und dabei all die anderen guten Dinge, die gesagt worden sind, übersieht, weil eine Sache so stark herausragt oder weil man sich darüber geärgert hat oder weil man daran festhält und die nicht loslassen will. Manchmal ist das so, dass man im Nachhinein, wenn man so eine negative Einstellung Menschen gegenüber hegt, so gewisse Leute auf den Kicker hat oder Menschen in eine Schublade geschoben hat, dass man eine Brille auf hat und dass man dann all die positiven Dinge, die sie gesagt haben, sich im Nachhinein nicht mehr merkt, dass sie verschwinden und dass wir die negativen Dinge festhaben und sammeln und die Schublade wird voller und voller und dass wir dann undankbar sind. Gerade diejenigen, die routinemäßig uns Gutes tun, das sind die Eltern in der Familie, ganz besonders die Mutter im Haushalt, bekommt am wenigsten Dankbarkeit für die regelmäßige Arbeit, die sie tut und gerade in der Corona-Zeit am intensivsten auch Aushilfslehrerin ist. Und da das auch zu sehen, all die freundlichen Worte überall da, wo sie geduldig ist, wo sie Fragen beantwortet hat, wo sie geholfen hat, das auch zu sehen und das dann in einen großen Kontext zu bringen. Es wird immer mal wieder Situationen geben, wo jemand ungeduldig ist, wo jemand mal laut wird. Das ist vielleicht manchmal sogar angebracht. Manchmal sind es auch Situationen, wo man sagt, das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Aber wir selbst wollen nicht nachtragend sein anderen gegenüber, weil wir wissen, dass wir diese Dinge auch machen werden, diese Fehler auch machen werden oder schon gemacht haben. Aber die Botschaft ist die allermeisten Menschen gehen gut mit ihren Worten um. Auch da, wo du dich über gewisse Leute ärgerst, dass sie etwas gesagt haben, was nicht gut war, ist trotzdem das Allermeiste von dem, was sie gesagt haben, gut gewesen. Und diese positive Einstellung, die wollen wir mitnehmen. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, wir sind ja gerade in der Vergangenheit, wir machen uns Gedanken darüber, was kann ich lernen aus meiner Vergangenheit. Denken wir mal drüber nach, wo gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, da hat mir jemand etwas gesagt, das hat mich so geärgert, das kann ich mir bis heute merken und das verfolgt mich, hat mir gesagt, so will ich nie werden. Gibt es da eine Situation, an die du denken kannst?
Musst du ja keinem erzählen, aber hol sie einfach mal hoch und denk jetzt mal ganz konkret daran. Vielleicht musst du jetzt auch schmunzeln bei dieser Situation. Es ist ganz interessant, die Forschung hat herausgefunden, dass Eltern, die sich sagen, so wie mein Vater oder so wie meine Mutter, das will ich nie machen, dass das irgendwie eine zusätzliche Bindung aufbaut zu deinen Eltern, dass du gerade diesen Fehler erst recht wiederholen wirst, wenn du ganz vehement dich versuchst, davon abzugrenzen. Vielleicht ist es in Ordnung, diese Dinge anzunehmen als Teil deiner Geschichte. Und da, wo etwas gewesen ist, wo du sagst, das ist schädlich, da diese Verbindung, dieses Band aufzulösen durch Vergebung. Zu sagen, ich weiß, dass das falsch war, aber ich möchte diese Menschen nicht mehr innerlich vor meinem Gerichtshof vor Gericht stellen. Ich will ihn nicht mehr anklagen. Ich will diese Dinge ruhen lassen, in dem Verständnis, dass auch ich Fehler mache und dass ich auch Vergebung brauche von Gott her. Und ich möchte diesen Menschen diese Vergebung auch zusprechen, damit ich frei sein kann, mich damit nicht belaste und mich das nicht negativ irgendwie prägt in meinem eigenen Verhalten, damit ich mich selbst anders ausrichten kann. Und dann möchte ich aber auch, dass du vielleicht mal nachdenkst darüber, was hast du selbst in der Vergangenheit gut gemacht? Ich weiß, dass diejenigen, die viel reden, ich bin vom Beruf her jemand, der viel redet und ich kann sehr oft auch spontan etwas sagen, dass ich dort über eine Woche oder einen Monat, über ein Jahr genug Fehler einschleichen, wo du sagst, da hast du zu schnell gesprochen, da warst du zu sauer, da zu impulsiv oder da hast du etwas gesagt, was eigentlich komplett dumm war oder unpassend in der Situation. Diese Dinge, die werden sich immer ansammeln. Aber ich hätte gerne, dass du mal nachdenkst über die letzte Woche, den letzten Monat und über deine Vergangenheit grundsätzlich. Wo hast du mit Worten positiv gehandelt? Was ist gut gelaufen? Was hast du gut gemacht mit Worten? Wo hast du jemanden mal getröstet, der Trost brauchte? Wo bist du nachsichtig gewesen mit jemandem, der einen Fehler gemacht hat und sich bei dir entschuldigt hat? Wo bist du freundlich gewesen, da wo andere vielleicht unfreundlich gewesen wären? Wo hast du jemanden ermutigt, wo du gemerkt hast, der war niedergeschlagen? Wo hast du positiv gewirkt auf andere Menschen? Es ist so der Vers, mit dem wir uns gerade befassen, Sprüche 16, 24. Freundliche Worte gehen einem ein wie Honig und sie schmecken süß und sind heilsam für den ganzen Körper. Wir wollen also etwas Gutes tun für andere Menschen. Und dieses Gute können wir bewirken. Und es geht gar nicht darum, Menschen zu manipulieren. Wir alle verändern uns gegenseitig. Wir alle haben einen Einfluss aufeinander. Und zu sagen, ich möchte jemand sein, der ein Plus, einen Benefit, etwas Positives in das Leben eines anderen Menschen hineinbringt, erinnere dich einfach an die Dinge, wo das gut gelungen ist. Und da wollen wir uns dann sagen, wenn du dir einige dieser Dinge so aufrufen kannst, dann zu sagen, das möchte ich in Zukunft öfter machen. Und vielleicht gibt es auch Dinge, wo du sagst, da gibt es Dinge, die ich falsch mache, die muss ich bessern oder die muss ich abstellen. Darüber können wir uns gleich nochmal Gedanken machen. Aber wir wollen das Positive, das Gute erstmal mitnehmen. Da, wo du gut gewirkt hast mit Worten, mitnehmen. Da, wo Menschen uns geschadet haben mit Worten, das wollen wir auflösen durch Vergebung. Gehen wir den zweiten Schritt, raus aus der Vergangenheit in die Gegenwart, in die Situation, in der wir jetzt gerade sind, wo wir gucken müssen, Worte und Weisheit, was habe ich aus der Vergangenheit gelernt und in welcher Situation bin ich jetzt gerade? Wir sind hier jetzt gerade in einer besonderen Situation, in dem Lockdown, da wo wir ganz viel zu Hause sind, da wenn man nicht gerade selbst durch Krankheit geschlagen ist, dann erleben wir das eigentlich als nicht eine sehr negative Zeit. Wir als Familie haben das erlebt als eine Zeit, die meine Frau und ich sehr genießen. Es ist toll, die Kinder zu Hause zu haben, die Kinder freuen sich, dass sie schulfrei haben und diese Zeit zusammen zu genießen. Man hat sehr viel mehr Austausch, sehr viel mehr Interaktion und man wächst noch sehr viel stärker zusammen. Man verbringt mehr Zeit zusammen, etwas zu unternehmen oder zu spielen. Und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass man sich noch mal näher kommt, dass man sich noch besser kennenlernt. Und ganz interessant, wir konsumieren weniger, wir reisen weniger, wir sind weniger da draußen, wir sind beschränkt.
und trotzdem ist das Glück größer. Ich vermisse überhaupt nicht das Gestresste, das Gehetzte, das unter Druck stehen. Und gerade auch zu sehen, wie wenn Kinder so den Plan haben und durchgetaktet sind und dann noch Hausaufgaben erledigen müssen und wenn da so dieser Stress und Druck des Alltags da ist und der ist durch Corona weggeblasen. Und man hat jetzt so diese Ruhe, dieses Gechilltsein und dieses Zusammensein. Sicher werden auch da Aufgaben erledigt und da können die Eltern dann auch helfen und das ist eine spannende Zeit, aber irgendwie erleben wir das als eine Zeit des besonderen Glückes. Wir lernen in der Zeit von Corona, das spüren wir so richtig, dass wir zum Glück für unser Leben in erster Linie andere Menschen brauchen. Menschen, die zu uns gehören, die wir im Herzen tragen, dass wir mit diesen Menschen in einer guten Beziehung stehen. Und wenn wir diese Menschen bei uns haben und mit ihnen in einer guten Beziehung stehen und diese Beziehung genießen können, dann ist zum Glück schon das Allermeiste getan. Ich sage nur mal in einem Nebensatz, grundsätzlich braucht der Mensch drei Dinge, um glücklich zu sein. Eine tiefe Beziehung zu Gott, liebende Beziehung zu anderen Menschen und eine sinnstiftende Tätigkeit. Und diese zweite Sache, die wird gerade in der Corona-Zeit ganz besonders für uns wichtig. Und wir merken, das macht mich eigentlich glücklich. All die Dinge da draußen in den Konsum und dieses Unterwegssein und manchmal auch das Gestresste und das Gehastete, macht uns nicht glücklich. Manchmal suchen wir dort Dinge, die wir eigentlich zu Hause finden können in Beziehungen, den Menschen, die wir da haben. Bei mir ist es manchmal so, dass ich aber trotzdem manchmal ganz schön gestresst bin und manchmal auch Dinge sage mit Worten, wo ich dann denke, warum bist du jetzt so drauf? Wo meine Frau dann fragt, was ist gerade los? Du wirkst gestresst oder Kinder geben mir das Feedback. Du wirkst gestresst, komm mal runter, ist so der Spruch. Chill mal ein bisschen. Warum gerade Stress schieben bei irgendeiner Kleinigkeit? Und da ist für mich dann ganz wichtig, wenn ich mit Worten agiere und ich sage etwas oder bin besonders streng oder habe eine Überreaktion gegen etwas, was das Kind sagt, ich denke, das geht gar nicht, dann ist so für mich die Frage, warum reagiere ich gerade so? Was ist mit meinen Worten gerade passiert in der Gegenwart? Und dann merke ich, ja, weil ich so erzogen bin, ich habe einen Background, ich habe eine Geschichte und ich übertrage das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, gerade auf meine Kinder oder vielleicht auch auf Arbeit, auf meine Mitmenschen. Wenn Kinder frech sind, dann fragt man sich manchmal, hätte ich das zu meinen Eltern sagen können früher? Und es ist ganz interessant, dass Rebellion triggert bei mir so eine Hammerreaktion, so nach dem Motto, nee, da musst du das Kind erstmal zum Schweigen bringen, aber das ist in dieser Situation ja gar nicht angemessen. Wer weise sein will, will aus der Vergangenheit lernen, aber er muss sich in der Gegenwart finden und sehen, wo stehst du, was ist deine Situation, du bist im Heute, du bist nicht im Gestern und das trennen zu können. Zu sagen, was mich jetzt triggert, dass ich denke, oh, das Kind ist gerade rebellisch oder frech zu mir, was triggert das in mir? Dann zu sagen, dies, was da getriggert wird, sind Gefühle aus der Vergangenheit und die dürfen wir in der Vergangenheit lassen. Das sind Erziehungsmuster aus der Vergangenheit. Die dürfen wir in der Vergangenheit lassen. Wir sind hier in einer neuen Situation und ich möchte in dieser Situation jetzt bleiben und nicht fremde Dinge aus der Vergangenheit hier hereinholen. Mein Kind darf mit mir offen reden. Es ist besser, es redet mit mir offen und ist manchmal rebellisch, als dass es nicht redet, weil das kommt, wenn man den Hammer schwingt. Und sich dann zu distanzieren von der Vergangenheit, zu sagen, wir haben eine neue Situation hier, wir haben eine neue Gegenwart und in dieser Gegenwart wollen wir weise sein. Ich darf also meine Gefühle, die Trigger und auch einige der Werte, wie ich erzogen worden bin, in der Vergangenheit lassen. Die Leute, die ich am meisten bewundere, gerade im Familienzusammenhang, sind die Menschen, die flexibel sind.
Menschen, die sich selbst nicht für sehr weise halten. Ich habe einen Freund, der hält sich überhaupt nicht für weise. Der ist extrem demütig, wenn es gerade darum geht, dass er irgendwie was erklären kann oder so. Der sagt mir immer, der kann nicht so gut reden und der kann diese Dinge auch nicht so gut verstehen. Hält so sein Licht unter drei Scheffeln sozusagen. Aber er ist jemand, der ganz besonders diese Cleverness besitzt, sich in neue Situationen hineinzufinden, sensibel zu sein und zu gucken, was ist da nötig, anstatt Dinge aus der Vergangenheit hereinzutragen. Und das macht dich weise, weil du deine Ohren aufmachst auf den Menschen, der jetzt vor dir ist. Weil du dich deine Antennen ausfährst auf die Situation, wie sie jetzt bei dir ist und du eine ziemlich genaue Landkarte von dem bekommst, was sich vor dir befindet und nicht halb blind durchläufst mit der Weisheit von gestern. Du hörst genau hin, du guckst genau hin und dann hast du sehr viel mehr Cleverness, Weisheit, weil du genauer gelernt hast, genauer hingeguckt hast in der Situation. Also in dieser Gegenwart wollen wir sein und wir wollen nur das aus der Vergangenheit mitnehmen, was uns auch wirklich hilft. Und dann ist es natürlich manchmal auch so, wenn wir getriggert sind, wir sagen Dinge, wo wir dann später denken, nee, das geht gar nicht. Also bei mir ist es so, wenn ich schon irgendwie, wenn mich irgendwas unter Druck gesetzt hat und mich irgendwas geärgert hat und ich komme nach Hause und da passiert irgendwas und dann kommen bei mir dann so Sprüche so, jetzt reiß dich doch mal zusammen oder wann willst du das denn endlich mal lernen oder ja, das ist dumm, habe ich schon gelernt, darf man gar nicht sagen und sich dann später rausreden so nach dem Motto, ich wollte nicht sagen, dass du dumm bist, sondern die Situation ist dumm und das, was getan wurde, ist dumm und funktioniert alles nicht. Das Wort, das muss man ganz streichen, das lerne ich dann. Aber ganz oft lernt man das, nachdem man etwas gesagt hat. Da ist man schon unter Druck gewesen und da fliegt etwas aus dem Mund raus und später kommt man runter und man überlegt sich, das hättest du so gar nicht bringen können. Und dieses Feedback bekommt man dann von dem Ehepartner, von den Kindern, manchmal auch am Arbeitsplatz von anderen Leuten, die dich spiegeln und sagen, ja, das fand ich jetzt unangemessen. Und dieses Feedback brauchen wir. Wir sind hier in der Situation und können nicht einfach mit der Weisheit von gestern alle Situationen von heute klären. Wir müssen dazulernen und uns dann unter die Menschen stellen, die uns dort eine Hilfe sind. Und hier sind gerade Kinder, wenn sie in die Teenagerzeit hineinkommen und ihre Selbstständigkeit entdecken, in ihrer Kritik Eltern gegenüber, hilfreich, weil die Beziehung ändert sich in der Zeit, wo Kinder Teenager sind. Die Beziehung zu den Eltern verändert sich, aber sie wird erwachsener und positiver und wird auf einen neuen Stand gestellt. Und Eltern können nicht erwarten, dass die Beziehung so bleibt wie damals, als die Kinder 3 oder 5 oder 8 waren. Die Kinder werden selbstständiger und Eltern müssten den Kindern Platz machen, Kritik zulassen und sich selbst im Verhalten ändern. Und hier haben wir den Spruch aus Sprüche 17, Vers 27. Der Kluge zügelt seine Zunge und wer einen kühlen Kopf behält, ist ein besonderer Mensch. Mann steht dort, aber gemeint sind natürlich immer dann auch beide Geschlechter, weil es auf beide zutrifft. Also die Zunge zügeln, nicht zu schnell sprechen, einen kühlen Kopf behalten. In der Hirnforschung hat man herausgefunden, dass wenn man richtig sauer ist, wenn die Emotionen mit einem so richtig durchgehen und auch so der Blutdruck steigt und der Puls hochgeht, man so richtig kocht, dass die Dinge, die man dann sagt, eigentlich aus dem Emotionszentrum am Hippocampus, also dieser inneren Waagschale, dieser Goldwaage, wo man drauflegt, so was spricht dafür, was spricht dagegen, ist das clever, passt das? Was wird das bewirken, was sind die Konsequenzen? So dieses vorsichtige Abwägen, dass das am Hippocampus weitgehend vorbeigeht und direkt zu Reaktionen führt. Also ganz grob über den Daumen sagen die Hirnforscher, dass die Denkfähigkeit bei einem Menschen, der so richtig im Zorn ist, um 50% runtergeht. Und ich habe schon Erfahrungen gemacht, wo ich dann irgendwas immer fett gesagt habe, wo meine Frau mir dann 5 Minuten später sagte, du hast gerade das gesagt. Und ich sagte, nee, das habe ich nicht gesagt. Und dann sagt sie, das ist genau das, was wir in dem und dem Buch gelesen hatten, dass man in der Situation, dadurch, dass man erregt ist, die Denkfähigkeit gar nicht mehr ganz da hat. Du kannst gar nicht mehr 100% deines Computers nutzen.
Und deshalb diese Weisheit in diesem Wort, der Kluge zügelt seine Zunge und wer einen kühlen Kopf behält, ist ein besonnener Mann. Manchmal machen wir das dann so, dass wir dann, wenn ich sauer bin, meine Frau Dinge klären lasse, wenn es innerfamiliäre Dinge sind oder dass man wartet, bis man runtergekommen ist, dass man dann in Ruhe redet. Das gelingt immer öfter. Nicht immer, wir sind alle Menschen, wir sind auch unterwegs, aber es gelingt immer öfter und das ist eine gute Sache. Eine andere Sache ist natürlich, wenn man sauer ist auf einen Menschen und man hat wieder etwas im Affekt gesagt und da kann man sich natürlich überlegen, warum bin ich da so sauer auf diesen Menschen? Kann es sein, dass das an meiner Grundhaltung liegt? Kann es sein, dass irgendeine Drucksituation irgendein Wort bei dir rausholt, wo dann so Dinge wie dumm oder irgendwas anderes Ungeduldiges rauskommt und das zeigt dir, dass eigentlich in deiner Grundhaltung dem Menschen gegenüber irgendeine zu hohe Erwartungshaltung da ist oder irgendwas anderes nicht stimmt. Vielleicht, dass du deine Lupe auf den Dingen hältst, die der andere Mensch nicht richtig macht und dass du die Lupe nicht auf die Dinge hältst, die der andere richtig macht. Dass bei dir die Dankbarkeit nicht so stark vorhanden ist und die Liebe vielleicht nicht so stark vorhanden ist, dieses positive Zugewandtsein nicht so stark vorhanden ist, wie die Forderung, mach dies, das. Und diese Forderungen haben wir nicht nur in der Familie, sondern die haben wir oft auch im Arbeitsplatz und auch mit Freunden. Deshalb fällt es manchmal auch schwer, Dinge zu vergeben, weil man in der Forderung sagt, der Mensch hat das einmal gemacht, das hat mich geärgert, wenn der das nochmal macht, sind wir keine Freunde mehr oder ich werde ihm erst vergeben, wenn er das nicht mehr macht. So diese Dinge und diese Forderungen, die sind nicht hilfreich, die helfen uns nicht. Und manchmal, wenn wir so aus dem Impuls heraus Dinge sagen, ist es hilfreich, nochmal zurückzugehen und sich zu fragen, wenn diese Worte rausspringen, ohne dass ich sie kontrollieren kann, dann zeigen sie vielleicht an, dass ich in meiner Grundhaltung irgendwo ein Thema habe, etwas, was ich verändern muss und wo ich dann darüber nachdenken muss und darüber beten muss und diese Grundhaltung ändern kann. Was oft hilft, wenn es Streit gibt in der Ehe oder Streit in der Familie oder auch mit anderen Menschen draußen, dass man nicht nur darüber nachdenkt, sich zusammenzureißen, gewisse Dinge nicht mehr zu sagen, sondern sich auch mal zu überlegen, welche positiven Dinge hat diese Person? Wo kann ich dankbar sein für diese Person? Und dir einfach mal eine Liste zu machen. Eine Liste über eine Person, wo du dich regelmäßig drüber ärgerst, den Namen drauf und dann einmal aufschreiben, eine positive Eigenschaft. Und wenn du das im Gebet Gott sagst und dankst für diese Person und am nächsten Tag eine zweite Eigenschaft dazu schreibst und nochmal dafür im Gebet dankst, dann wirst du nicht nur kognitiv durch das Gehirn, sondern auch geistlich dich in ein anderes Kraftfeld stellen und du wirst beginnen, zu merken, wie andere Kräfte an dir wirken, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, wo die Liebe durch dich beginnt zu wirken und du dich dann irgendwann nicht mehr so stark zusammenreißen musst, einfach so einen Deckel auf dem Dampfkessel zu halten, sondern dass dieser Druck aus dem Kessel entweicht, weil deine Grundhaltung besser wird. Das sagen wir zu der Gegenwart. Wir wollen also in der Gegenwart sein und in der Gegenwart bleiben mit unseren Worten. Und dann überlegen wir uns natürlich, wo wir hinwollen, was ist mit der Zukunft? Zukunft, Vision und Ziel, was wollen wir mit unseren Worten eigentlich bewirken? Es geht natürlich nicht darum, dass wir sagen, wie kann ich meine Mitmenschen verändern, wie kann ich sie manipulieren. Da sollte man lieber sagen, arbeite an dir selbst. Also dieses Denken, ich muss andere verändern, um selbst glücklich zu werden, das ist nicht gut, das ist nicht gesund, das ist nicht hilfreich. Aber im Kleinen verändern wir andere sowieso. Denn wie ich einen Raum betrete, ob ich Menschen grüße oder nicht grüße, ob ich freundlich grüße oder vielleicht total knatschig bin, verschlossen bin, ob mein erstes Wort oder mein erster Satz ein positiver Satz ist, der Dankbarkeit oder Freundlichkeit beinhaltet oder ob es eine Kritik ist, verändert die ganze Atmosphäre im Büro oder auch zu Hause sowieso.
Das heißt also, wir verändern Menschen durch das, was wir tun, sowieso. Und so in diesem selbstverständlichen Bereich, in diesem kleinen Bereich der Veränderung, müssen wir uns fragen, was können wir eigentlich tun? Ein guter Vers, der uns hilft, kommt auch aus Sprüche 16, Vers 23. Ein Mensch mit weisem Herzen zeichnet sich durch kluge Rede aus. Und von dem, was über seine Lippen kommt, kann man viel lernen. Wir gucken uns jetzt an, was wollen wir mit unseren Worten bewirken? Wie können wir mit unseren Worten weise umgehen? Was ist das langfristige, zukünftige Ziel? Wir wollen mit unseren Worten die Dinge bewirken, die positive Konsequenzen haben in der Zukunft, weil dann haben wir unsere Worte weise genutzt. Und da wollen wir aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart lernen. Wir wollen viel lernen und dann wollen wir nur die Dinge sagen, die klug sind, die durch den Filter passen, wo wir sagen, damit können wir wirklich etwas Positives ziehen, damit können wir etwas Positives bewirken. Ihr alle habt wahrscheinlich schon mal Menschen gehört, die irgendwo Kritik geäußert haben, wo ihr sagen würdet, das sind zerstörerische Worte. Vielleicht könnt ihr jetzt mal so Situationen hochholen, die vielleicht nicht euch passiert sind, sondern anderen passiert sind. Sei es irgendwo auf der Skipiste oder im Urlaub, wo Menschen sich gegenseitig anschreien, wo man mit fremden Menschen mal zusammen ist, die vielleicht irgendwo mal hört, wo dann Worte fallen wie du bist nichts oder du kannst nichts oder wenn du das machst, dann wirst du immer so und so sein. So richtig negative Feststellungen und Festlegungen, die so das Gehirn, dem Empfänger das Verständnis vermitteln, wahrscheinlich bin ich wirklich so und wahrscheinlich werde ich das nie können. Manchmal ist in der Familie, gerade bei ordnungsliebenden Eltern, entsteht sehr viel Streit und Krach zwischen Eltern und Kindern darüber, dass das Haus in Ordnung gehalten werden muss und es gibt viel Streit darüber, dass das Zimmer in Ordnung gehalten wird. Und das Problem ist, dass man für so eine große Sache so viel opfert. Weil die Beziehung und der Selbstwert des Kindes und die Liebe, die du dem Kind eigentlich geben kannst mit guten Worten, die die Persönlichkeit formt und baut, gerade flöten geht, weil du versuchst, dieses Ziel zu erreichen. Du opferst also dies, um das zu erreichen. Und im Erwachsenenleben werden die allermeisten von uns keine Messis sein. Wir sind keine Messis geworden und die Kinder wahrscheinlich auch nicht. Da sollte man sich nicht zu große Sorgen machen. Man kränkt dann manchmal das Herz eines Kindes durch Äußerungen, weil man gewisse Dinge fordert, aber im Großen und Ganzen ist es nicht weise. Es gibt Wichtigeres, auf das man sich konzentrieren könnte und auf das man sich konzentrieren sollte. Grundsätzlich ist die Frage, da wo ich bin, sei es auf Arbeit, im Büro, in der Ehe oder in der Familie mit den Kindern, was will ich mit meinen Worten bewirken? Gott hat dir Worte gegeben und es gibt nichts anderes, was so stark in das Leben und in das Herz, also in die Psyche eines anderen Menschen eindringt, wie das, was bei dir aus dem Mund kommt. Das hier ist ein großes Geschenk. Es ist ein zweischneidiges Schwert, man kann Menschen zerstören. Das wollen wir nicht und das tun wir auch nicht. Die allermeisten Dinge, die wir sagen und tun, sind positive Dinge und wir wollen jetzt uns noch mehr darauf ausrichten und uns fragen, das, was ich sage, was bewirkt das im Leben des anderen Menschen? Du kannst also eine Situation programmieren, indem du gewisse Fehler übersiehst und Dinge nicht ansprichst, weil du den Menschen den Freiraum dadurch lässt, so nach dem Motto, da ist was passiert, aber ich spreche das nicht an, ich lasse ihm den Freiraum, Fehler zu machen, weil er sonst Angst bekommt, ständig von mir kritisiert zu werden. Da, wo du in der Erziehung bist mit Kindern, da ist es immer gut, einen Vertrauensbonus zu haben, weil es gibt Leute, die sagen, ja, der Status quo ist jetzt da und mein Kind ist noch nicht reif dazu, dass ich den länger draußen lasse oder dem ich irgendwie mehr Taschengeld gebe oder mehr Verantwortung oder gewisse Entscheidungen noch zulasse. Und du sagst, das Kind ist auf diesem Niveau und erst wenn das Kind sich bessert, dann werde ich mehr Vertrauen schenken. Also das Kind muss sozusagen den ersten Schritt machen und dir irgendwelche Beweise liefern. Das Problem ist, dass wenn man in dieser passiven Haltung ist und wartet, bis man irgendwelche positiven Signale gibt und dann mit seinem Vertrauen und mit seiner Güte und seinen Komplimenten hinterherkommt, weil man ja viel fordern will und ganz genau sein will, dann wird das Kind
nicht viel wachsen. Und auch die Menschen, die unter deiner Leitung sind, vielleicht im Berufsleben, werden sich nur so weit entwickeln, wie der Raum ist, den du ihnen gibst. Das heißt also, wenn man Menschen formt, wenn man Menschen führt, wenn man Menschen also positiv, schöpferisch beeinflusst, nicht im Sinne der Manipulation, sondern im Sinne, dass man ihr Wachstum und ihre Entfaltung fördert, dann ist es so, dass, wenn wir sagen, das Niveau des Kindes ist hier, dass die Eltern immer ein Plus an Vertrauen haben sollten in die Bereitschaft des Kindes, gute, richtige, verantwortungsvolle Entscheidungen zu fällen. Dass man immer ein Plus an Liebe haben sollte, ein Plus an Glauben an das Kind, immer ein Kompliment mehr, dass man praktisch immer die Latte etwas höher legt und zwar nicht in Forderung, sondern in dem, wo du dem Kind etwas zutraust. So, dass wenn andere sagen, nee, mein Kind darf das noch nicht, dass du sagst, doch, ich traue zu. Und selbst wenn du dann einige Fehler tolerieren musst, dass du die Messlatte trotzdem höher legst, mehr Vertrauen gibst, weil das Wachstum sehr viel mehr fördert. Die Kinder, die Eltern haben, die viel Zutrauen zu ihnen hatten, entfalten einen ganz anderen Selbstwert, sehr viel mehr Verantwortungsbewusstsein als die, die sehr stark kontrolliert wurden und dann aus dieser Kontrolle oft ausbrechen, um dann irgendwo nochmal Dinge nachzuholen. Und deshalb ist das Vertrauen, ich glaube, du kannst das, wir haben über die Werte gesprochen, ich denke, du kannst das selbst entscheiden, diesen Rahmen, den muss man hoch genug setzen, damit ein Kind sich auch richtig entfalten kann und wachsen kann. Genauso auch Menschen, mit denen du zusammen bist, denen du in Beziehungen vertraust oder auch am Arbeitsplatz, wo du mit anderen Menschen zusammenarbeitest und sie vielleicht auch führst, weil sie Mitarbeiter sind, die dir zugeordnet sind, wo du der Leiter des Teams bist. Genauso kannst du auch dort Menschen durch Vertrauen, durch Liebe, durch Wertschätzung und durch dieses Zutrauen führen und positiv verändern, positiv gestalten und ihnen ein gutes Wachstum ermöglichen. Bedenken wir einfach, wir alle sind geboren als Kinder mit so ziemlich Tabula Rasa im Kopf, wenig drin, wenig Verständnis. Und dadurch, dass wir angesprochen werden von Mama, beginnen sich Dinge bei uns zu formen. Die Worte, die Mama zu uns gesprochen hat, sind schöpferisch gewesen. Die Worte, wie sie sie gesprochen hat und die Liebe, die sie hineingegossen hat in unser Leben, hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Hat dir dein Selbstwertgefühl, das Gefühl, ich bin wichtig, ich verdiene es, geliebt zu werden, geschenkt. Hat dich zu dem geformt, was du jetzt bist. Und du bist in der Lage, mit deinen Worten auch schöpferisch im Leben anderer Menschen etwas Positives zu bewirken. Und dabei wünsche ich dir Gottes Segen.